Ich habe die beiden schon mal so nah beieinander gesehen. Ich habe sie definitiv schon mal zusammen gesehen. Aber wo war das? Ich habe die beiden gesehen. Ich bin mir sicher. Ich muss mich erinnern, wo das war. Tante Junkie! Junkie? Hey, Junkie! Ist alles okay mit dir? Oh, meine liebe Tante. Wir müssen sofort einen Arzt rufen. Sofort! Mein Handy. Hier, ruf den gleichen Arzt an, der sie beim letzten Mal behandelt hat. Der kennt ja ihren ganzen Fall schon. Ja, klar. Die Nummer weiß ich. Hallo? Doktor? Rita Rora spricht hier. Tante Junkie ist wieder bewusstlos. Kommen Sie bitte schnell zum Haus der Lutras. Vielen Dank. Habt ihr den Kindern Bescheid gesagt? Ja, es ist alles erledigt. Ruhika und Kritika kümmern sich um die Gäste. Die Feierlichkeiten gehen weiter. Keine Sorge. Das denkst auch nur du. Der Spaß ist allen vergangen. Tja, aber wen wundert das? Bei so viel Ärger und Stress. Ja, bin ich denn verrückt, diese Gäste zu unserer Party einzuladen. Das war unglaublich dumm. Carina. Rita hat solche Worte wirklich nicht verdient. Das ist keine Familie von Angestellten. Sie sind wertvoll. Du solltest nur mal daran denken, was sie alles für uns und Karan getan hat. Das ist besonders. Ändere deinen Ton. Es ist nicht fair. Kannst du bescheidener sein? Das, was Rita alles getan hat, ist unbezahlbar. Diese Junkie arbeitet für sie. Was ist dein Problem, Carina? Sie ist Verwandtschaft, keine Angestellte. Schreib dir das gefälligst hinter die Ohren. Ich habe es verstanden, Mama. Ihr habt euch alle so sehr verändert. Es ist egal, was ich denke. Früher, da war das anders. Meine Meinung war etwas wert und ihr habt alles so gesehen wie ich und dabei zugestimmt. Das ist die Wahrheit. Gegen Prita werde ich unwichtig. Mich beachtet man einfach nicht mehr hier im Haus. Aber das ist doch nicht wahr. Das verstehst du völlig falsch. Ich sage die Wahrheit. Ich soll mich schon wieder für etwas schuldig fühlen. Ach komm schon. Lass gut sein jetzt. Wir sprechen wann anders. Einverstanden? Wie schade, dass ich diesen Streit noch nicht vollständig genießen kann. Leider muss ich jetzt meinen Fokus auf Junkie richten. Aber dieser kleine Zwist war fantastisch. Die Familie ist definitiv gespalten. Unter anderem wegen Prita und ihrer Familie. Prita, warum hat das denn nur so lange gedauert? Ist Junkie jetzt bei Bewusstsein? Nein, Mama. Alles ist wie vorher. Ich habe den gleichen Doktor angerufen. Er ist unterwegs. Ja, das war eine gute Entscheidung, den gleichen Arzt zu holen. Er kennt Junkie ja schon seit dem furchtbaren Tag des Gedächtnisverlusts. Warum nur habe ich das Gefühl, dass ihre Bewusstlosigkeit irgendwie mit dem Gedächtnisverlust zusammenhängen muss? Das Gefühl habe ich auch. Sag mal, war das nicht in der Nähe des Heiligen Feuers? Oh Mutter, ich hoffe sehr, dass du recht hast. Ja. Sicherlich. Das heilige Feuer hat sie bestimmt an Kumkumbagia erinnert. An das verheerende Feuer bei der Roka-Feier. Oh, bestimmt sagt sie uns die Wahrheit, wenn sie aufwacht. Ja. Mein Gott, sie erinnert sich.
Also denkt ihr, das wäre echt möglich? Okay. Ja, das wäre eine Idee, dass das Feuer sie wieder an das Ereignis erinnert hat. Und dadurch hat sie vielleicht Angst bekommen. Oh, aber sie könnte sich erinnern, wer für das Feuer im Kumkumbagia verantwortlich gewesen ist. Ich meine, wir werden erfahren, ob es ein Unfall war. Wahrscheinlich hat sie darüber nachgedacht und wurde ohnmächtig. Tja, wer weiß das schon? Oben, da. Okay. Wartet hier. Alles gut, Prithvi? Bist du gestresst? Du schwitzt ganz schön. Ja, ja, es ist nichts mehr, Snorfa. Ich brauche frische Luft. Ganz schön stickig heute hier. Entschuldigt mich. Okay. Ich frag mich, ob Tante Junkie wieder aufwachen wird. Shristi, das weiß nur der Doktor. Die Untersuchung wird es hoffentlich bald zeigen. Alles in Ordnung? Mama, ich hole Wasser. Stützt sie, ja? Na du, wo ist das Wasser? Ach, ich kann es nicht finden. Gläser sind da, aber kein Wasser. Hier, du musst deine Augen aufmachen. Ja, es gibt Wasser in jedem Zimmer. Hier im Wohnzimmer. Sowas? Ach, heute ist was heute? Los. Heute? Das passiert ja ständig, Prita Aurora. Du übersiehst, was direkt vor deiner Nase ist. Was? Was? Ich sag's dir. Na, heute war so eine Situation. Ich habe dir gewunken, wollte Hi sagen. Und du denkst, ich würde eine ganz andere Frau meinen. Ha? Lass deine Augen mal durchchecken. Du missverstehst Leute ständig. Oh. Weißt du was? Heute habe ich mal was richtig Gutes von dir gelernt. Oh, wirklich? Na, welche meiner Philosophien hat dein Leben verändert? Dass es tatsächlich Menschen wie dich auf der Welt gibt, das war mir vorher nie klar und ist echt erstaunlich. Was meinst du? Dein Verhalten ist dumm. Als wärst du ein Alien, ja. Okay, wenn ich ein Alien bin, wieso hast du mich aus dem Knast geholt? Ach, weißt du, und genau das ist dein Problem. Wir halten uns in diesem Land an Traditionen. Auch wenn unsere Gäste ein wenig seltsam und komisch sind, genau wie du. Also, es ist einfach unsere Pflicht, euch Idioten zu helfen. Und wir machen es wirklich, wirklich gerne. Wenn du mich jetzt ärgern willst, Fräulein, dann bist du wirklich... blöd, du Dummi. Prita. Gut, dass du kommst. Du glaubst nicht, was dieser Alien hier... frag ihn. Khan, was hast du gesagt? Und? Was war los? Gar nichts, Mann. Nichts als Komplimente. Wie schön sie aussieht, das habe ich gesagt. Dann ist sie sauer geworden und hat mich als Alien beschimpft und Idiot, das auch. Das ist er auch. Er erzählt schamlose Lügen, wie immer, ganz ohne rot zu werden. Ach ja, manchen Frauen kann man es nicht recht machen. Sie ist doch schön, oder? Ja, klar. Mir gefällst du auch gut. Sie ist schön. Dann sag doch nicht, dass ich hier lügen würde, ja? Aber mal Zeit, nach Tante Junkie zu sehen. Prithvi? Wie geht es der Hexe? Sag, ist sie wach? Nein, Baby, sie ist immer noch bewusstlos. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, wenn sie wieder aufwacht. Es wäre gut, wenn sie einfach einen Herzinfarkt hätte und auf der Stelle stirbt. Weißt du eigentlich, wie sie mich den ganzen Tag über angeguckt hat? Es sah so aus, als würde sie mir große Probleme bereiten wollen. Mensch, ich frag mich, was sie wohl tun wird, wenn sie bei Bewusstsein ist, sie betreten. Und dann sind wir echt sowas von erledigt. Alles wird gut. Relax. Es ist immer so. Wer Schuld hat, der denkt zu viel nach. Es ist immer so. Hältst du mich für blöd? Ha? Wenn ich dir sage, dass ich mir sicher bin, dass etwas Schlimmes auf uns zukommt, dann ist das so. Willst du das nicht verstehen? Dass sie jetzt ohnmächtig ist, hat etwas mit dem Feuer zu tun. An dem Tag haben wir das Zimmer angezündet und heute hat sie sich daran erinnert, als sie das Feuer gesehen hat.
Und dann hat sie uns beide dort gesehen. Nicht nur einmal, sondern sogar gleich zweimal. In der Küche und am heiligen Feuer. Und ich denke, sie hat sich daraufhin erinnert. Das steht außer Frage. Und ist dann von dem ganzen Stress einfach ohnmächtig geworden. Es tut mir leid, Puno. Mensch, ich wusste doch nicht, dass Junkie so ein großes Problem für uns wird. Ich fühle mich so schlecht. Ich wollte nicht, dass Junkie in so einem Zustand ist. Es tut mir leid. Sherlyn, was ist los? Sag, was ist los, Sherlyn? Warum sorgst du dich so sehr um diese Putze? Das ist albern. Darf ich sprechen? Nur weil sie im Haus bei den Auroras arbeitet, ist sie nicht irgendwer für Preeta, Shristi und den anderen, ist sie ein Familienmitglied. Oh, bitte. So ein Unsinn. Wenn sie dir auch so wichtig ist, warum verschwendest du dann deine Zeit hier mit Sherlyn, anstatt reinzugehen? Du solltest nach ihr sehen, wenn sie dir so wichtig ist. Sie ist Teil der Familie. Guck dir Sherlyn an. Die Arme ist gestresst, als wäre es ihre Schuld. Fast so, als hätte sie etwas mit Junkies Zustand zu tun. Sieht irgendwie danach aus. Findest du nicht? Sei nicht so überrascht, okay? Entschuldigt mich. Ob er echt ein guter Mann ist, bezweifle ich. Sherlyn, was machst du noch hier? Geh zu Junkie und schau nach, wie es ihr geht. Das ist das Mindeste. Ich meine damit, du brauchst dafür doch nicht ehrlich sein. Tu einfach nur so, als ob. Dann fühlt Raki sich besser. Also, los jetzt. Doktor, wie geht es Junkie? Ist sie aufgewacht? Ja, sagen Sie, können wir zu ihr? Bitte. Alles ist etwas besser. Doktor, noch eine Frage. Wird sich Junkie jetzt wieder vollständig erinnern können? Die Sache ist die, aktuell kann ich noch nichts wirklich über ihren mentalen Zustand sagen. Ich werde noch ein paar Tests anordnen. Erst dann kann ich meine Diagnose stellen. Okay, Herr Doktor, und wann wird sie wieder wach sein? Ach, das ist sie doch schon längst. Was? Wundervoll. Das ist sehr gut. Danke sehr. Dankeschön. Komm, wir gehen zu ihr. Dankeschön, Doktor. Was machen die zwei denn hier? Alle anderen sind reingegangen. Oh, und Karina ist auch dabei. Los, geh! Junkie, was ist passiert? Ich habe mir Sorgen gemacht. Gott sei Dank, Sie sind wieder bei Bewusstsein. Und fühlst du dich besser? Ist Ihnen schwindelig? Junkie, etwas Wasser? Sag doch, wie ist denn das genau passiert? Hey, Ruhe jetzt bitte! Und dabei sagt ihr immer, ich rede zu viel. Einer nach dem anderen, nicht wahr, Junkie? Ich hab doch recht. Ich hab doch recht, Junkie. Wow, Shristi, wie schlau du bist. Wirklich? Ich wollte nur sagen, dass Shristi recht hat, nicht wahr? Jetzt sag schon, Junkie, wie fühlst du dich denn? Besser. Aber Junkie, wie konnte das denn passieren? Junkie, kannst du dich an was erinnern? Wie ging's Ihnen denn kurz vorher? Junkie, also wenn du jetzt nicht endlich sprichst, dann werden die niemals mehr damit aufhören. Hab tausend Dank. Ihr kümmert euch so gut um mich. Aber Junkie, du brauchst uns doch nicht zu danken. Erzähl uns lieber, was da los war mit dem Feuer. Ich meine, wir denken, dass das Feuer dich vielleicht an etwas erinnert hat und du deshalb ohnmächtig wurdest. War das so? Die beiden dort habe ich gesehen. Ihr wart beide hinter dem Feuer. Ich habe es mir gedacht. Es muss einfach stimmen.
Sherlyn stand hinter dem Feuer. War Prithvi auch dabei, Tante Junkie? Ja. Als das Feuer für die Lori-Feier angezündet wurde, waren beide dahinter. Jedoch kann ich nicht sagen, was dann genau passiert ist. Mir wurde schwindelig und viele Bilder zogen an meinen Augen vorbei. Es könnte sein, dass... Doch ich... Sag noch nichts. Oh, Junkie. Ich habe erwartet, dass du alles wieder weißt. Leider gar nichts. Ach, lass doch jetzt gut sein, bitte. Mir tut es so leid, dass dieser Vorfall, also Junkies Unfall, allen so viele Umstände bereitet. Wir bringen sie jetzt sofort nach Hause. Und ihr geht zurück zur Feier. Eure Gäste erwarten euch mit Sicherheit. Es ist nicht so wichtig. Außerdem ist Feuer etwas Gutes. Es zerstört alles Schlechte. Junkie hat Teile ihres Gedächtnisses zurück und der Rest wird ganz bestimmt in den nächsten Tagen auch wieder zurückkommen. Ehrlich, etwas Besseres kann man doch gar nicht verlangen, oder? Das ist richtig, aber ich denke trotzdem, dass es besser wäre, wenn wir sie nach Hause bringen würden. Gut, in Ordnung. Ich bringe euch. Nein, Karan. Du gehst nicht. Also warum kann Samir sie nicht bringen? Ich fühle mich nicht so gut. Würdest du mich aufs Zimmer bringen? Alles okay? Karan. Bitte, guck doch richtig. Ich wäre fast gegen die Tür gelaufen. Achtung, schön langsam. Führt sie vorsichtig hin. Ja, Sala. Langsam. Komm. Setz dich hier hin. Ich bring dir ein Glas Wasser, Junkie. Sala, heute bin ich so müde. Und? Ruh dich aus. Geh ruhig auf dein Zimmer. Schlaf doch ein bisschen. Ach, das ist unnötig. Benimm dich nicht wie ein kleines Kind. In deinem Alter musst du dich an Regeln halten. Pünktlich Medizin nehmen und schlafen. Ab ins Bett jetzt, Ab Mutter. Ab ins Bett jetzt. Oho. Gut, wie ihr dafür sorgt, dass ich mich älter fühle, als ich tatsächlich bin. Ja, nur Karan. Der Junge versteht mich richtig. Er sagt, ich bin wunderschön. Auch egal. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Aljeet. Gute Nacht. Prita, bring Wasser für ihn. Nein. Sala, es ist schon spät. Ich sollte nach Hause gehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen alle zusammen. Vielen Dank, dass du uns sicher nach Hause gebracht hast. Entschuldigung für die Umstände. Nein, Sala, schon gut. Mach ich gern. Oh ja. Wen wundert das schon? Ich hab gesehen, wie du auf der Fahrt deine Augen nicht von Srishti lassen konntest. Ha? Aber... Junkie, das ist jetzt aber nicht der richtige Zeitpunkt für Witze. Ich gehe dann mal, nicht wahr? Tschüss, Srishti. Tschüss, Junkie. Sami. Tschüss, Prita. Danke dir. Tschüss, Samir. Dir geht's nicht gut, Junkie. Am besten ziehst du dich um und gehst schlafen. Ich helfe dir, Junkie. Ja. Ich bin ins Zimmer. Srishti? Ja? Bitte mach die Tür dazu und geh ins Bett. Schlafenszeit. Okay, Mama. Gute Nacht. Samir? Ja, du? Ja, was gibt's denn? Naja, du bist doch hierher gerannt und dafür gibt es doch ganz bestimmt einen richtig guten Grund. Oder etwa nicht? Ja, ich wollte dir nämlich noch etwas sagen. Aber ich hab's vergessen. Oh, wirklich? Du lachst doch immer darüber, wenn ich etwas vergesse. Ach, wie doof. Und jetzt bist du diejenige. Ja, wie dämlich von mir.
Ist das so witzig, wenn ich mal einen Fehler mache? Ich verstehe es nicht. Lach ruhig weiter. Du siehst wirklich sehr süß dabei aus. Tja, und was jetzt? Ich habe nur gesagt, dass du süß bist. Dürfen Frauen etwa keine Komplimente mehr machen? Warum lachst du jetzt nicht mehr? Naja, also, ich bin das nicht gewohnt. Und sonst lache ich nicht viel.